Heute geht es um eine Prise Langeweile, um deine Qigong-Übung so richtig mega zu boosten. Bist du dabei? Dann bleib dran. Ich bin Korno, Qigong-Lehrer hier im Qigong-Club auf YouTube. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, geht's los mit diesem Quick-Tipp. Wie du weißt, kümmere ich mich ja immer darum, wie kann man die Qigong-Übung noch verbessern. Ich probiere da selber auch, wenn ich übe, ganz viel aus bei mir zu Hause und schaue immer, wie kann ich da noch was rausholen? Wo gibt es noch Spielraum? Wie kann ich noch einen besseren Zugang mir selbst zur Qigong-Übung schaffen? Und wenn ich da was entdeckt habe, dann will ich dich natürlich daran teilhaben lassen. Und genau das mache ich auch heute wieder. Ein kleiner Tipp, den kannst du einmal als Inspiration ausprobieren oder wenn es dich total schockt, kannst du das auch jeden Tag natürlich vor deiner Qigong-Übung machen und ausprobieren. Und zwar die Prise Langeweile. Was genau meine ich damit? Damit meine ich, dass du vor der Qigong-Übung dich nochmal 1, 2 oder 3 Minuten hinsetzt, gerne auch mit Timer, mit Küchenuhr oder so. Und in dieser Zeit, jetzt kommt's, wie der Name schon sagt, Langeweile, in dieser Zeit nichts machst. Du verschwendest in Anführungsstrichen deine Zeit. Das heißt, du sitzt einfach nur 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, nicht in der Grundposition, nicht schon dich auf die Übung einstimmen. Du hast nichts zu tun, ohne Handy, nicht währenddessen noch deine Nachrichten checken, sondern wirklich dich mit dir selbst 1, 2 oder 3 Minuten alleine lassen. Und einfach gucken, was passiert, wenn du nichts zu tun hast. Je nachdem, wie gewohnt du bist, Zeitlücken mit dem Blick aufs Handy zu verbringen und zu verkürzen, umso schwieriger und ungewohnter wird es für dich, 2 bis 3 Minuten mal einfach so vor der Übung dazusitzen. Das ist wie eine Öffnung. Und wenn du nach 2 bis 3 Minuten danach beginnst mit der Qigong-Übung, dich zum Beispiel in die Grundposition stellst und danach anfängst, dann hat das eine Wirkung, das hat einen Effekt. Das heißt noch weniger, dass du in die Übung hineinstolperst, vorher nochmal Nachrichten checken und hier und dann noch was trinken und so und direkt nach der Übung sofort wieder, bloß keine Sekunde mal Luft lassen, dass du immer was zu tun haben musst. Und wenn du da mal in dir diese Leerheit gönnst, diese zeitliche Leerheit, einen kleinen Zeitraum, wo du nicht mal Qigong übst. Du übst, du machst gar nichts in der Zeit. Das kann sein, dass deine Qigong-Übung dadurch richtig geöffnet wird und du auf einmal merkst, hups, die Qigong-Übung ist ja auf einmal ganz anders. Das ist, ich fühle viel mehr, ich spüle viel mehr, spüre viel mehr, spüle viel mehr. Wenn ich bei einem Blick in meine Küche, nein, es ist alles gespült. Also du spürst viel mehr. Nicht zwingend. Ich will auch nicht sagen, jeder sollte das so machen, sondern ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Schülern, Teilnehmern, vielleicht auch bei dir, dass deine Qigong-Übung richtig boosten kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass du es zumindest einmal ausprobieren solltest. Oder wenn du Lust hast, auch gern 2, 3, 4 Mal ausprobieren, direkt vor der Übung, dir also diesen Zeitraum zu gönnen. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Quick-Tipp gefallen. Wenn du es ausprobiert hast, schreib es gerne in die Kommentare, was passiert ist, ob du verrückt geworden bist in dieser Zeit, in diesen 2 Minuten oder ob es sich sogar ganz angenehm für dich angefühlt hat. Und ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Qigong Club mit Korno. Bis dann. Ciao.